Es gibt was zu feiern. 25 Jahre. Das ist sicher nicht mein Geburtstag, sondern der Geburtstag vom KIF in Aarau. In den letzten Jahren hat sich das KIF zu einem ganz, ganz spannenden Kulturzentrum entwickelt. Und wir sind heute hier, um für euch hinter die Kulissen zu schauen. Kommt mit! Zeit genommen hast für Art Noir. Stell dich doch kurz vor und erzähl uns, was machst du fürs KIF? Ja, hallo zuerst mal, ich bin der Roland Morgenthaler. Ich bin seit etwa 10 Jahren in der IG Picture und bin später noch zu der IG Video dazugekommen, wo ich auch mitgegründet habe. Und warum engagierst du dich fürs KIF? Ich finde es einfach ein cooler Laden hier. Es hat verschiedene Konzerte, Partys, coole Leute. Ja. Und für welche Bereiche wirst du sonst noch so eingesetzt? Ich habe es zeitlang mal zwischendurch noch an der Bar geholfen. Im 20-Jahr-Jubiläum für das Buch habe ich noch Bilderredakteur gemacht. Und sonst bin ich eigentlich schon hauptsächlich am Fotografieren. Und ich bin Sandra, 24. Ich bin seit 3 Jahren im KIF. Bin aber schon seit ich 16 bin, gehe ich regelmäßig ins KIF, habe eigentlich meine Jugend da verbracht quasi. Ich arbeite in der IG Musik und in der Promo hauptsächlich, aber ich habe die IG Musik angefangen. Und was macht man so in der IG Musik? Man darf mitreden, was für Acts das gebucht werden zum Beispiel. Dann sieht man, hat man einen Einblick in die Produktion, also man kann Acts betreuen, wenn sie kommen, bis sie gehen. Man tut den Backstage schön machen, dass sie sich wohlfühlen. Mhm. Oder man tut auch Eintrittskontrollen machen, den Saal vorbereiten etc. Ja. Und was macht für dich das KIF so besonders? Ja, ich glaube einfach, es ist im ganzen Kanton, aber auch wenn es schweizweit betrachtet, schon ein einzigartiger Ort. Also es hat wirklich ein vielfältiges Programm. Gleich ein ausgewähltes Programm, also man nimmt nicht jeden Act, also man schaut wirklich auch auf Qualität und auf so ein bisschen Indie-Bands, kleine Gruppen und ja, auch, dass es immer so ein bisschen in diesem Rahmen abläuft. Ja. Das finde ich eigentlich sehr wichtig, dass so Kultur auch gefördert wird. Hallo Raffi, danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt mit uns ein bisschen zu plaudern. Erzähl mal, was ist deine Funktion im KIF? Meine Funktion ist Produktionsleitung, sprich die ganze Organisation im Vorfeld und Programm, das ich mit dem Oli zusammen mache. Das heißt, bei der ganzen Gestaltung und so läuft immer alles reibungslos? Ja, eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich schon. Und klar gibt es immer wieder unerwartete Situationen, die man im Vorfeld auch nicht planen kann. Aber das sind schlussendlich auch die spannenden Sachen, eigentlich, wo man kurzfristig eine Lösung finden muss. Die Sachen, die herausfordernd sind und dann auch Spass machen. Was war die größte Herausforderung bis jetzt? Die größte Herausforderung ist schwierig zu sagen. Ich meine, auf Programmebene sehe ich das eigentlich mehr über das ganze Jahr durch. Da ist eine Herausforderung immer, dass man möglichst breit Programm zusammenbringt, wo am besten für ja, jeden etwas dabei ist. Natürlich auch, dass man immer ein paar kleinere Perlen hat, wo im besten Fall dann ein, zwei Jahre später grosse Hallen und grosse Festivals spielen. Da ist es in den letzten Jahren eigentlich auch immer gelungen, dass wir da pro Jahr jemanden hatten, wie Milky Chance, wo da unten im Freien gespielt hat, oder an Mike Kantereit, wo mittlerweile die grossen Tausenderhallen spielen. Und es ist eigentlich immer schön, wenn man die im Vorfeld hat und dann sagen, vor einem Jahr sind sie nervös. Gab es schon mal Situationen, die dir jetzt Kopfzerbrechen bereitet haben, wie zum Beispiel eine Band, die kurzfristig abgesagt hat oder verspätet gekommen ist? Oder? Absage eigentlich erstaunlich selten bis gar nicht. Und wenn, dann ist das eigentlich immer schon im Vorfeld gewesen, wo man dann nicht reagieren konnte. Verspätungen, klar, das kommt immer wieder vor. So beliebte Verspätungen häufig sind oder beliebte Fehler von Bands sind überladene Vans, die es dann irgendwie
gewogen werden am Zoll und dann nicht weiter dürfen. Und dann muss man halt warten, bis die schnell einen zweiten Bus organisiert haben, dass sie die ganze Sache umladen können. Was natürlich dann mit Verspätungen vorprogrammiert sind da. Aber dann muss man reagieren und bis jetzt haben wir noch jede Veranstaltung eigentlich über die Bühne gebracht. Super, apropos Veranstaltung, jetzt ist ja das große Kifffest, steht vor der Tür quasi. 2 Tage, ganz tolles, großes Programm. Wie laufen die Vorbereitungen da? Ja, gerade auf Hochtouren. Wir sind eigentlich so im Endspurt von der Schicht. Da sind ja ganz viele ehrenamtliche Helfer auch involviert, die an der Bar arbeiten, die Bandbetreuung machen, die den Saal, den Einlass machen, eigentlich wirklich fast auf jeder Position. Aber wir sind im Zeitplan drin. Jetzt, wenn das Wetter stimmt und alles, dann gibt das ein grossartiges Wochenende. Super. Herzlichen Dank, Raffi, für den Hinterblick. Und wir sehen uns dann vor Ort. Danke dir. Hallo Nadja, danke, hast du dir Zeit genommen für Art Noir. Erzähl uns doch kurz, was ist deine Funktion hier im KIF? Ich mache hier im KIF Kommunikation. Ich habe die Hauptverantwortung dafür. Das heisst, alles, was in Sachen Promotion, Pressearbeit, vieles, was nach außen geht, läuft über mich in Absprache mit Geschäftsleitung oder Programm. Werbung ist also das Offensichtlichste, was ich mache. Flyer, Plakat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Grafikern. Ist es ja soweit? Das Kifffest findet statt. Wie laufen denn die Vorbereitungen? Sehr gut. Wir sind bereits schon im Endspurt. Die Sachen von der Kommunikation sind größtenteils vor dem Fest, weil man ja die Leute darauf aufmerksam machen muss, dass etwas ist. Das heisst, meine Arbeit hat bereits schon vor 3-4 Monaten angefangen. Mhm. Jetzt sind wir wirklich so ein bisschen im Schlussspurt. Das heisst, meine Aktivisten, die mich unterstützen in der Promo, sind am Vollgas geben und auf der Straße und am Flyer verteilen und Actions am machen, so dass ich mich schon fast ein bisschen zurücklehnen kann. Super! Genau. Du sprichst jetzt was ganz Wichtiges an, die Aktivisten. Mhm. Wie wichtig sind die denn für euch und wie kommt ihr überhaupt an so viele Leute immer auch an? Oder? Ja, ich glaube, das KIF ist, weil wir ja jetzt auch schon 25 Jahre hier in Aarau sind, eine wichtige Institution und man kennt es. Wir sind ein Teil von der Jugendkultur hier und darum haben wir auch immer wieder viele Aktivisten. Im Moment sind wir fast 200, das heisst, sie arbeiten alle freiwillig hier. In verschiedenen Ressorts. Die Festangestellten haben unterschiedliche Ressorts, die sie betreuen und entsprechend die Menschen und Gruppen dahinter. Es ist unerlässlich, dass wir die haben. Das KIF könnte ohne die Aktivisten gar nicht funktionieren. Sie sind unser Herz. Sie sind wahnsinnig wichtig, damit der Karre hier einfach laufen tut. Und es ist auch immer wieder schön, wie begeistert sie dabei sind. Und zum Teil haben wir wirklich Leute, die schon fast 25 Jahre dabei sind, die jetzt wirklich schon ein bisschen ins Alter gekommen sind, die bereits schon Kinder jetzt wieder hier arbeiten. Ebenso, eine ganze Familie, ja, die dann auch aktiv ist. Das ist ganz, ganz großartig. Ich kriege jetzt fast schon ein bisschen Gänsehaut. Ja. Das ist richtig, man hat es auch gemerkt vorhin in den Interviews mit den Aktivisten, dass die wirklich mit Herzblut dabei sind. Voll, das merkt man auch, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten. Sie bringen immer wieder neue Ideen, andere Blickwinkel. Mhm. Und schön ist auch, dass sie oft auch jünger als wir sind. Ich finde, das ist ein wesentlicher Teil, weil wir manchmal auch den Blick ein bisschen verlieren oder so ein bisschen, wie sagt man dem, einfach so ein bisschen zu fest in der ganzen Sache drin sind. Mhm. Und wenn dann wieder mal eine Aussenansicht kommt, ist das für uns sehr wichtig. Und man sieht auch so, was interessiert die Jugend, ja, und das kann man dementsprechend auch mit dem Programm auch gut verbinden. Mhm, super. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen aufs Fest, was jetzt demnächst stattfinden wird. Mhm. Verrate uns doch ein paar Highlights aus dem Programm. Ja, klar. Für mich hat es natürlich inzwischen, weil ich all die Bands und DJs kenne, ganz viele Highlights dabei. Was etwas ganz Spezielles ist und man sicher möchte darauf hinweisen, ist auch das Kinderprogramm. Das ist außergewöhnlich für das KIF. Wir sind ja eher so ein bisschen für Leute, ich sage mal ab 16, 18 bis 40 und auch drüber, so ein bisschen vom Grundzielpublikum. Und wir haben damals ein grosses Kinderprogramm auf die Beine gestellt mit Karussell und Zauberwagen und allem Wilden. Das, weil wir auch finden, dass es wichtig ist, den Nachwuchs zu fördern. Das ist unser Nachwuchs und das ist zum Teil wirklich auch der Nachwuchs von bestehenden Leuten, die hier arbeiten, die Aktivisten sind oder auch schon fixe Teammitglieder, die unbedingt auch ihren Platz bekommen sollen.
Und neben dem haben wir natürlich ganz viele Bands am Abend, die total lässig sind. Ein persönliches Highlight von mir ist der Philbo Riva, der spielen tut. Er ist so ein Newcomer aus Deutschland, der eine wahnsinnig schöne Stimme hat und genau auch die Gänsehaut verursacht, also auch mal bei mir, wo wirklich sehr lässig ist. Dann hat es viel auch Tanzbars dabei, von Offbeat-Sachen im Ska-Reggae-Bereich bis über zu House-Musik, die live gespielt wird. Also ich glaube, die Bandbreite ist riesig und es hat für jeden etwas dabei. Und das Schöne ist, dass ja praktisch alles gratis ist, bis auf die zwei grossen Konzerte, die wir im Saal haben, pro Abend. Und dort kann man einfach mal reinschauen. Also es ist auch ein bisschen zum Entdecken und zum Schauen, was es dann so überhaupt gibt. Wahnsinn, genau. Bin gespannt. Ja, voll, genau. Und was wir noch sagen ist, die grossen Saalkonzerte, die wir haben, die kosten etwas, das sind die einzigen Geschichten. Es sind aber auch grössere Bands, am Freitag Leech und Agent Fresco aus Island und der Prinz Pi am Samstag. Mit dem Manilio, den wir ja auch alle kennen inzwischen. Super! Genau. Das Programm findet auch eben draußen und drinnen statt. Genau. Also auch vor der Tür. Voll, wir bauen eine Bühne auf, wir bauen alles Mögliche für außen auf: Bars und Küche und Kinderprogramm und Ping-Pong-Tisch und Fotoanlage und alles Wilde. Ja. Wahnsinn! Voll. Super, Nadja. Ich danke dir gern ganz herzlich für den Einblick. Sehr und gern. Dann sehen wir uns am Fest. Hoffentlich. Ja, sicher. Mega lässig. Danke dir. Danke dir.